Hey Leute, heute mal wieder ein Thema über Minimalismus. Und zwar, warum ich seit über einem Jahr kein Handy habe. Und zwar war es bei mir so, letztes Jahr im Februar, da war ich in Costa Rica unterwegs und war da mit dem Deutschen unterwegs und dann habe ich da mein Handy verloren, waren unterwegs und ich bin irgendwie von der Fähre zum Bus gerannt und dann eine kurze Busstrecke gefahren. Und da war ich eben mit einem anderen Deutschen noch unterwegs und nach der Busfahrt ist mir so aufgefallen, langsam in meine Tasche und fällt mir so auf, so mein Handy ist weg. Und ich so, und der andere Deutsche schon so, oh nee, oder? Und ich habe mich eigentlich drüber gefreut. Irgendwie war es so eine Erleichterung in dem Moment, als es weg war. So. Und ja, entweder ist es eben, wo ich zum Bus gerannt bin, aus der Tasche gefallen oder so, weil vorher hatte ich noch ein Foto irgendwie gemacht. Und danach im Bus war auch so ein bisschen Gedränge, vielleicht hat es auch jemand geklaut, also weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es für mich eigentlich so, boah, mehr so wie so eine Erleichterung, so, boah, jetzt muss ich mich um nichts mehr kümmern, jetzt muss ich keine Fotos irgendwie für Freunde machen oder muss irgendwie immer erreichbar sein, sondern es war irgendwie so ein Stück Freiheit und der andere Deutsche so, sich voll entsetzt und er hat sich da mehr reingefiebert als ich und ich dachte mir so, ja. Jetzt ist es weg, so, ne? Und seitdem hatte ich mir auch kein neues Handy mehr geholt. Und ja, die Gründe dafür sind einfach, ich habe halt gemerkt, als erstes mal, das Handy, es nimmt einen so aus dem Moment. Man ist nie wirklich, also ist klar, man kann es schon richtig benutzen und so, aber man ist nicht so wirklich bei der Sache und dann schaut man halt doch mal irgendwie, was weiß ich, in Facebook oder WhatsApp. Und gerade so diese Dinge wie SMS schreiben und WhatsApp fand ich schon immer solche nervigen Dinge. Da schreibst du irgendwas in so eine WhatsApp-Gruppe, irgendeinen dummen Kommentar, dann kommen da 10 Antworten oder so und wenn du dann mal wirklich was wissen willst, dann antwortet keiner. Und eben auch dieses Hin- und Herschreiben, gerade beim SMS, da brauchst du irgendwie einen halben Tag, um mal was abzuklären. Schreibst du irgendwie, oh, passt um 22:30, dann kommt eine Stunde später, mach mal nicht lieber um 1, dann 2 Stunden später wieder und dann immer dieses Getippe. Da rufe ich lieber einmal an, ruf einmal an eben, klär das innerhalb von einer halben Minute, frag einfach, weiß direkt, die Uhrzeit, nee, passt nicht, okay, mach mal's da. Und ja, dieses ständige Hin- und Herschreiben hat mich dann eh schon immer genervt. Das erste, was ich vorher schon gemacht hatte, war WhatsApp gelöscht. Und ja, seitdem ich das Handy eben verloren habe, habe ich mir dann einfach kein neues mehr geholt. Und der zweite Grund ist dafür dann einfach, es gibt genug Studien über die Schädlichkeit von Handystrahlung. Und ja, es gibt Studien, nach 5 Jahren oder so ist die Krebswahrscheinlichkeit doppelt so hoch. Linkstelefonierer bekommen Gehirntumor links, Rechtstelefonierer rechts. Und es gibt genug Studien dazu, zur Schädlichkeit. Und ja, Rüdiger Dahlke hat es zum Beispiel auch in meinem Vortrag erwähnt, das fand ich ganz lustig. Und die Österreicher haben sich dann überlegt, so, was macht man da, Handystrahlung, da wird es immer mehr Gehirntumore und so weiter geben. Und dann rechnen sie heute schon damit, dass sie mehr Chirurgen einstellen. Weil damit, dass die Leute kein Handy mehr benutzen, oder dass man da irgendwie mal Prävention betreibt, das wäre ja nicht möglich, dann macht die Industrie wieder Verluste oder so, weiß auch nicht. Also bei mir Gesundheit einfach, ich würde mir so ein Ding nicht mehr am Kopf halten einfach. Es ist einfach nicht gut. Und ich bin auch so erreichbar, ich habe Festnetz-Handy, ich bin jeden Tag mal mindestens einmal in Facebook normalerweise und check da die Nachrichten, ich habe E-Mail, das reicht völlig aus, so. Und meistens sind es so andere Leute, die Probleme damit haben, dass ich kein Handy mehr habe, zum Beispiel. Bei mich stört es eigentlich gar nicht. Ich bin dann völlig im Moment, wenn ich irgendwo bin, dann bin ich bei der Sache und schau nicht irgendwie, oh, dann könnte ich da sein oder was macht ein Kumpel gerade? Hey, ich bin hier und nicht da. Und ja,
Was mich zum Beispiel auch genervt hat, ist dieses auch kurz vorher mal absagen, dieses, was weiß ich, dann schreiben sie kurz vorher nochmal eine SMS oder so, oh, klappt jetzt doch nicht so. Diese Unzuverlässigkeit finde ich auch, ja, unangenehm einfach bei manchen Leuten. So, wenn ein Treffpunkt steht, dann steht er halt und dann bin ich da. Wenn die Welt nicht untergeht, dann bin ich auch da, wenn nichts wirklich Großes passiert dazwischen. Und wenn nicht, findet man immer eine Möglichkeit, dann nochmal Bescheid zu geben. Früher hat es auch geklappt. Und wenn nicht, sage ich eben vorher, ja, macht es vorher klar aus, den Treffpunkt, und dann passt es auch. Ja. Raw Future hat, glaube ich, auch mal ein schönes Video vor ein, zwei Monaten, glaube ich, mal dazu gemacht, warum er kein Handy hat. Und ja, also ich. Für mich ist es auf gar keinen Fall. Für mich ist es eine Bereicherung, keins mehr zu haben. Und ja, wenn ich daheim bin, bin ich über Festnetz erreichbar. Und wenn nicht, dann möchte ich halt auch nicht erreichbar sein. Dann möchte ich bei der Sache sein, die ich mache. Und ja, also wollte nur mal einen kleinen Anreiz geben, vielleicht mal das Handy doch mal drüber nachzudenken, es mal weniger zu benutzen. Ja. Aber allgemein, genau, das kann ich noch machen, ein paar Tipps zu Handy telefonieren geben. Und zwar, wenn du telefonierst, am besten nicht, wenn, während du dich bewegst, in einem Zug, in einem Auto und so weiter, dann ist die Strahlung zum einen höher, weil der Satellit eben ständig neu suchen muss, neue Satelliten empfangen muss. Und dadurch ist die Strahlung wesentlich gefährlicher, größer. Und was man noch machen kann, wenn man Handy telefoniert, ist einfach, Lautsprecher einstellen, Freisprechanlage und nicht das Handy direkt am Kopf halten. Ja, das sind, denke ich, einfach zwei so wichtige Tipps. Nachts natürlich ausmachen, nicht neben den Kopf legen, wenn möglich immer in Flugmodus gehen, wenn man es nicht braucht. Und ja, nicht in die Hosentasche, sondern in den Rucksack stecken und irgendwo ins Auto legen, damit man halt es nicht direkt am Körper hat, weil die Strahlung ist ja normal exponentielles Feld und umso näher, umso, das ist schon ein Riesenunterschied, ob ich das in 10 cm oder direkt an meinen Kopf halt oder eben einen halben Meter weg habe. Und ja, solche Dinge kann man, denke ich, ganz einfach beachten, dass man es eben nicht so oft benutzt, nachts ausschaltet, wenn immer es geht, ausschalten. Ja, nicht während man sich bewegt im Zug, Auto und so weiter telefonieren. Auto sowieso nicht, weil man einfach abgelenkt ist. Jo. Das waren mal so ein paar Anreize dazu, so meine Erfahrungen. Und ja, vielleicht ist eine kleine Inspiration für euch, doch mal irgendwie sich ein anderes Handy zu holen, Smartphone wegzulassen, sich irgend so einen alten Schinken zu holen, wo man dann wirklich nur noch mal im Notfall telefonieren könnte oder eben das Handy mal ganz wegzulassen. Jo. Macht's gut, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.